Willkommen zurück, willkommen in Martins Welt, schön, dass ihr dran geblieben seid. Wir befinden uns in der Baustufe 8 des Knight Rider Kit Arbeitsgerätes, kann man sagen. Wir haben in dem beiliegenden Heft natürlich wieder Hintergrundinformationen zur Produktion der Serie und wir befassen uns heute mit der Montage der linken Vorderradaufhängung und der vorderen Achsschenkel. Das machen wir jetzt. Das sind die Teile, die für diese Baugruppe mitgeliefert werden. Wir packen die aus. Wir haben hier, das dürfte der untere Querlenker der linkeren Vorderradaufhängung ist das. Ein paar andere Teile, ein paar Schrauben neuen Typs, JM, KM und IM kennen wir schon. Wir haben hier eine Feder, die das Fahrwerk dann dämpft und noch Gelenke und schauen wir mal, was daraus wird. Wir brauchen auf jeden Fall den Teil aus den vergangenen Baustufen, den legen wir uns jetzt so verkehrt hin. Und diese beiden Teile, das sind die Verbindungsstücke der linken und rechten Vorderradaufhängung. Die werden jetzt, hier steht rechts drauf, hier steht links drauf. Die werden jetzt hier montiert. Links und rechts und das Ganze mit KM-Schrauben. Das war das. Jetzt kommt hier die linke Seite des Vorderrad, des Vorderachsquerträgers. Wie muss man das jetzt halten? So, in die linke Seite kommt jetzt diese Feder hinein und dann kommt die Vorderradaufhängung hier rein, dass das in diese Feder eingreift und das wird mit auf der Hinterseite mit einer IM-Schraube und auf der Vorderseite mit einer JM-Schraube verschraubt. Hier muss man schauen, dass man die Schraube möglichst gerade ansetzt, was aufgrund der lackierten Metallteile nicht so einfach ist. Und auch das Loch dieser Aufhängung trifft. Und damit ist das gefedert und passt so. Auf diese Seite kommt jetzt dieser Bolzen durch. Das ist das Verbindungsstück der linken Vorderradaufhängung, der kommt hier rein, so, und daran kommt jetzt das linke Vorderrad und wird mit einer KM-Schraube verschraubt. So, damit ist das drin
Sieht so aus. Ich hoffe, man kann das sehen hier. Und weiter geht's mit diesen beiden Zapfen. Die werden mit einer KM-Schraube verbunden. Eigentlich müsste man dieses Loch ja aufbohren. Das ist nämlich vom Lack verschlossen. Auch das ist alles aus Metall. Aber ich versuche trotzdem, die Schraube durchzudrehen. Ja, das dürfte funktionieren. Und auch auf der anderen Seite wieder raus. Soll beweglich sein. Und das ist jetzt die Oberseite vom, oder die Unterseite. Ich weiß es nicht. Das ist eine Seite vom Fahrwerk. Hier kommt jetzt dieser Zapfen mit dieser Öse durchgesteckt und die andere Seite des Rads damit verschraubt. Also die andere Seite der Aufhängung. Ja, das passt auch. Auch hier werde ich die Schraube wieder ansetzen und ein, zwei Umdrehungen reindrehen. Und festschrauben. Und damit ist dieses Rad hier montiert. Das sieht so aus. Auf der anderen Seite sieht so aus. Und ist natürlich frei beweglich, damit dann auch die Lenkung, die über diesen Hebel angesteuert wird, funktioniert. Jetzt kommen noch diese beiden Dreiecks-Querträger, linke Seite des Querträgers, rechte Seite des Querträgers. Das ist einfach als Halterung bezeichnet. Da kommt eine hierhin. Die sind nur reingesteckt und die zweite kommt hier hin. Auch die ist nur reingesteckt und ich bin aber überzeugt, die kann später nirgends mehr hin. So, Schrauben. Jetzt brauchen wir den linken vorderen Chassisträger. Das ist der mit dem Lenkgestänge. Mit der Lenkung. Das muss hier vorne mit einer GM-Schraube befestigt werden. Und zwar hier durch. Und an der Hinterseite, das muss da immer noch drin stecken, und an der Hinterseite muss dieser Teil, ich denke zumindest, ich habe das richtig gedeutet, hier sind zwei Schraubenlöcher. Hier und hier. Und
Dieser eine Chassisteil muss mit diesem Chassisteil bündig sein. Das ergibt das untere Schraubenloch, also das innere. Und das wird mit einer KM-Schraube verschraubt. Ja. Mit einem magnetischen Schraubendreher wird das alles viel einfacher. Hier fest, vorne fest. Und jetzt sieht das so aus. Dadurch, wenn man hier durch sieht, hier durch, sieht man am Boden dieses Loches diese zwei Bohrungen mit Gewinde, und das muss jetzt von oben verschraubt werden, und dazu gehe ich jetzt wirklich meinen Schraubendreher magnetisieren. So, keinen Magnetisierer gefunden. Das mit dem Originalschraubendreher gemacht, der ist magnetisiert. Mit dem geht das wunderbar. Und das war jetzt alles, was in dieser Baustufe zu tun ist. Das kommt hier noch drauf. Radkappe ist magnetisch, kommt hier auch drauf. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Baustufe, und zwar in der Baustufe 9.